In flagranti ertappt. Kater Einstein aus Darmstadt, viele Maintower-Zuschauer kennen ihn schon, war gestern mal wieder auf Diebestour. Ute Steinl hat uns netterweise diese Fotos zur Verfügung gestellt. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, worauf Langpfote Einstein es abgesehen hat. Die Großpackung Katzenfutter. Das alles dieses Mal im Netto in der Holzstraße. Und dann fragt man sich schon, ist es die Inflation, die ihn hierhin treibt? Oder die große Menge? Denn Einstein kann auch anders. Bei Tegut hatten wir ihn ebenfalls schon beim versuchten Diebstahl erwischt. Das war vor knapp 2 Jahren. So eine Katze, wenn man Katzen ein bisschen kennt, dann weiß man, wie die vorgehen. Das liegt in ihrem Naturell, sich auch irgendwo reinzuschleichen, ohne dass man sie gleich bemerkt. Wir vermuten, dass er kurz vor Ladenschluss da irgendwie reingeraten ist. Sehr gut vorbereitet hatte er seinen Coup 2021, bestätigte uns damals auch der Marktleiter. Der kommt seit 2 Wochen fast täglich hier rein und besucht uns mal. Ja. Meine Mitarbeiterin hat den auch letzte Woche erst rausgetragen und dann wurde sie mit dem Kater auch nochmal fotografiert von Passanten. Also den kennt man. Natürlich hat Einstein längst einen Schufa-Eintrag, aber es ist ja Weihnachten und überhaupt drückte die Polizei auch damals schon beide Augen zu. Er hat gar nichts zu erwarten von uns. Er hat ein paar Grauleinheiten bekommen und danach wurde er wieder in die Freiheit entlassen. Auch jetzt ließen alle Gnade vor Recht ergehen. Nicht mal eine Anzeige gab es vom Supermarkt gegen den Dieb. Wozu auch? Das ist ein typischer Freigänger, den man sicherlich auch überhaupt nicht einsperren kann. Völlig unmöglich. So ein Kater, der braucht seine Freiheit und die nimmt er sich. Zudem kann Kater Einstein einen festen Wohnsitz nachweisen. Er hat also Besitzer und die kennen seinen Freiheitsdrang und finden ihn gut. Mit anderen Worten, lassen auch sie Einstein in Frieden. Er braucht keine Hilfe und will schon gar nicht ins Tierheim gebracht werden. Lieber geht er ganz alleine mal auf Schnäppchenjagd.